Für den Fall, dass jetzt hier die Zahl größer gleich 0 ist. Nicht? Also zum Beispiel bei der 1, bei der 2, bei der 3, nicht? Da kommt immer 1, 2 und 3 heraus. Was kommt also zum Beispiel bei minus 5 heraus nochmal? Betrag von minus 5 ist 5. Betrag von minus 10 ist? Aha. Und der Betrag von x, wenn x negativ ist? Minus x, jawohl. Also das heißt, der Betrag ist minus x für x kleiner als 0. Das heißt, der Betrag von b ist minus b, wenn b kleiner als 0 ist. Und dann gucken Sie sich einfach mal die Rechnung an. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich dann für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns nächste Woche.